Ziegenkäse, Rosmarin, Trüffel, Honig. Weißer Trüffel, Honig. Da sollten wir einfach mal reinschauen, ohne Vorbestellung. Das ist wunderschön, ne? Das ist ja irgendwie auch nett drapiert, ne? Ich muss ja sagen, an der Sektflasche. Ja, die, oh, die sind schon ganz gut. Zu Hause? Trüffelhonig. Ja. Also ich fange mal an. Thank you.
gemischte Essen aus Pistazienöl und Macadamia-Nussöl und thailändischer Chili-Soße. Das ist jetzt leider alles. Das ist fast alles. Da muss ich noch ein bisschen nachdenken. Aber kein Problem. Tiefsägermehl. Ich nehme jeweils ein feines Olivenöl und Knoblauch. Ich habe diesmal frischen Knoblauch genommen und frische Kräuter und Chilis und Salz. Die Garnelen müssen circa 3 Minuten von jeder Seite bei einer guten Hitze müssen die gebacken werden. Die dürfen natürlich nicht trocken werden, das ist wichtig. Er hat mir gedroht, ich bekäme nichts mehr, weil ich schon angefangen habe. Ja. Ja. Achso, ja, das hättest du mir aber vorher sagen können. Jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich natürlich der Dorothee was gegeben. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist 2 Tage vorher genommen. Thema nicht zu früh auf den Tisch Thank you.
Also wir haben ein italienisches Gericht, das sind geschmorte Tintenfische. Und dazu habe ich zuerst Steinpilze in Weißwein eingelegt, getrocknete Steinpilze in Weißwein eingelegt und Zwiebeln mit Chilis und Knoblauch angebraten und mit den Steinpilzen. Und das Ganze wird mit dem Weißwein abgelöscht, mit dem man vorher die getrockneten Steinpilze eingeweicht hat. Und dann kommen geschälte Tomaten dazu und das Ganze schmort anderthalb Stunden mit den Tintenfischen und die sind dann hoffentlich super schön weich. Ich bin schon zu Ende. Kommst du ein bisschen näher? Also, wir versuchen das Schattenschaschen. Das sah so gut aus, danke dir. Reicht dir das wohl? Ja. Aber das ist größer als CD. So, was gibt das denn hier? Das ist eine kleine Petersilien-Beilage. Thank you.
Warte mal, ich muss mich konzentrieren. Das muss man eben auf Flügel machen. So einer Insel und dann rund. Wir sind dahinter, hinter. Das war so eine halbe Insel, da kannst du von so einer Außenstelle zu Touristen. Und dann ist das die zweite Kammer. Erste Kammer, zweite Kammer. Das Johannes, was hast du da gemacht? Ja, ja. Und jetzt liest du. Ich hab eine Präharmonisation, wäre übertrieben, aber ich habe ein paar Akkorde zu White Christmas geschrieben. Damit wir einmal zu dritt dreihändig ein Weihnachtslied spielen können. Dreihändig. Aber kannst du ja erstmal alleine machen. Ja, finde ich unheimlich cool, immer diese extra Wünsche aus dem Publikum. Könnt ihr aber die extra Wünsche aus dem Publikum haben? Ich möchte jetzt mal so ein Solo von dir hören. Mit drei Händen. Dreihändig alleine ist zweihändiges, Brigitte. Zweihändiges du? Solo. Du sagst kann das nicht haben. Die Mauer weg. Kann das nicht sehen von dir. Wir müssen alle versuchen reinzukommen. Thank you.
St. Martin. Ja. Oh. So, so, und jetzt gibt's Nachtisch. Nein, das können wir machen. So, dann brauchen wir nur noch den Grappa. Und der hat ja damals das Blütchen runter und dann löst sich das. Hast du denn ein bisschen Zucker schon reingetan? In die Geschlagsahne hat es schon ein bisschen Zucker reingekommen. Und zerstoßene Spekulatius-Plätzchen als Fundament für unsere leckere Mascarpone-Creme mit karamellisierten Äpfeln und Mandeln und Zimt und Vanille. Was ist in dieser Mascarpone-Creme eigentlich so alles drin? Da ist überhaupt kein Grappa drin. Ach so. Ja, da ist gar kein Grappa drin. Ohne Grappa? Jetzt kommen die karamellisierten Mandeln und Äpfel da drauf. Thank you.
Dann kannst du noch einen trinken und dann gehen wir nach Hause.